Da bin ich wieder, die Geldfrau, am Donnerstagabend auf eine Tasse Tee. Ich grüße euch alle und winke euch zu. Und wollte euch Tee, ja, Anna trinkt auch Tee, wunderbar. Hallo, ich grüße euch. Wasser. Ohnehin das Beste, finde ich. Oder heißes Wasser. Ich trinke früh tatsächlich immer eine Tasse heißes Wasser, weil ich das ganz großartig finde. Kann ich euch auch empfehlen. Und vorm zu Bett gehen auch noch eine Tasse heißes Wasser. Das ist wirklich ganz toll. Nicht super heiß, aber so, dass man es schön trinken kann. Okay. Wir sind aber hier bei Finanztipps, oder? Wir wollen uns ja finanzschlau machen und ich möchte, dass ihr finanzschlauer werdet. Und wisst ihr, was ich immer wieder feststelle bei meinen Frauen in den Seminaren und auch bei euch, die ihr mir ja auch immer wieder private Nachrichten schreibt? Was ich immer wieder feststelle, ist, dass ihr unglaublich spannende Fragen habt. Und für mich zeigt das, diese Fragen, wie ihr euch damit beschäftigt oder auch die Frauen in meinen Seminaren, dass sie wirklich mitdenken, dass sie in die Materie eintauchen, dass ihr mitdenkt und dann kommen nämlich auch diese spannenden Fragen. Und das ist genau das, was ich auch anregen möchte bei euch, denn wenn wir fragen, gehen wir den Dingen auf den Grund und dann verstehen wir das und dann verstehen wir immer mehr und dann setzen sich die Puzzlesteine zusammen und dann werdet ihr eines Tages sagen, ja, ich kapiere es und ich kann mir meine eigene Meinung bilden. Darum geht es ja auch, dass ihr euch eure eigene Meinung bildet zu den Dingen. Ihr merkt ja, ich weiß auch nicht alles. Keiner weiß alles. Jemand, der sagt, er weiß alles über Finanzen. Never ever, weil dafür sind die Verästelungen in unserer Welt zu komplex, so in einzelnen Detailfragen. Aber die große Linie, die könnt ihr verstehen und in die Detailfragen immer dann reingehen, gucken, was brauche ich genau und dann sich dadurch fühlen, da reinfragen, reingehen und das klären für sich. Und dann zum nächsten Punkt, ne? Vor allen Dingen, weil die Dinge sich auch ändern. Wir haben heute ein anderes Steuerregime oder System bei der Kapitalertragssteuer als noch vor 3, 4 Jahren, ne? Das heißt, da ist auch immer wieder mal ein Update für den Kopf drin und das ist eben dieses Dranbleiben und sich schlau machen und nachfragen. Und ich merke, ihr macht das schon sehr klug und sehr schlau. Gestern war ja zum Beispiel eine Sache, da wusste ich die Antwort nicht korrekt. Nee, nicht korrekt, kann man nicht sagen. Nicht genau aus der Pistole geschossen, da musste ich erstmal nachdenken. Und zwar ging es da um die Ertragssteuer, ne? Es ging ja um ETF, um Sparpläne, wenn ich ETFs kaufe und in mein Depot lege und dann das Depot übertrage, was weiß ich, von einer Bank zur anderen, von der Sparkasse das Depot, vielleicht zur INDIBA oder zur Comdirect. Das geht ja relativ einfach. Und dann kam die Frage, ja, was ist denn dann mit den Ertragssteuern? Woher weiß denn meine aktuelle Bank dann die Werte, die die hatten in den vergangenen Jahren? Weil das wird ja dann am Ende abgerechnet. Und ich habe das nochmal nachgelesen. Es ist tatsächlich so, dass die Bank, so hatte ich es vermutet, aber ich wusste es eben nicht genau, dass die Bank, von der es kommt, der neuen Bank diese Berechnungen zur Verfügung stellen muss. Die werden also mit übertragen, nicht immer zum gleichen Zeitpunkt, aber es wird mit übertragen. Und im besten Falle bekommt ihr das auch in die Postbox von eurer neuen Bank. Es ist ja alles online. Da muss es irgendwo so ein Serviceteil geben oder eine Postbox eben. Und da könnte das, oder ich korrekt, genau, ich schätze mal, genau da drin steht das. Ich habe es bei meinem nachgeguckt. Bei meinem Depot, denn ich hatte auch Papiere von einem anderen Depot auf meines bei der INDIBA übertragen. Und da ist tatsächlich diese Rechnung mit drauf. Man kann das alles nachsehen. Und es ist auch so, wenn ihr auf euer Depot geht, zumindest ist das bei der INDIBA so, wenn ich auf den einzelnen ETF klicke, den ich gekauft habe, und in die Bestandsdetails reingehe, dann sieht man auch immer die Kurse, zu denen ich es gekauft habe oder eben die Kurse, die damals da waren. Und ich übertrage das immer in eine Extra-Software, von der ich euch auch gestern erzählt hatte, Portfolio Performance heißt die Software. Und damit kann ich das nachzeichnen und sehe die Entwicklungen besser. Das gibt mir zwar auch mein Depot, aber da kann ich es besser nachvollziehen, nämlich auch mit den Dividenden, die ich ausgezahlt bekomme, um die Gesamtperformance zu bestimmen, ne?
Aber diese Daten werden mit übertragen von der anderen Bank, okay? Trotzdem meine Bitte, hebt euch die Daten auf von allen Banken, speichert euch das, speichert euch die steuerlichen Daten, die Abrechnungen, damit ihr im Zweifel in 20, 30 Jahren das auch wirklich nachweisen könnt. Manchmal auch 40 Jahre, ne? Ich weiß nicht, wie jung ihr seid oder wie alt ihr seid, ne? Was wissen wir, was in 40 Jahren ist? Also hebt es euch auf. Sicher ist sicher. A-Team sagt, die Bank ist verpflichtet, diese Daten der neuen Bank mitzuteilen. Genau, so hatte ich das auch aufgefasst. Ist ja auch, liegt ja auch irgendwo auf der Hand, aber es, ja, man muss es eben tatsächlich wissen und nachvollziehen. Und die Indiba schreibt es auch tatsächlich, man muss sich dann mehrfach durch so kleine Is klicken, ne, Informationen klicken, aber die Bank stellt es tatsächlich alles sehr deutlich dar. Man kann das alles nachlesen. Man muss es nur eben ganz bewusst tun. Ne? Danke, A-Team, noch für die Bestätigung. Das noch zum Nachtrag für gestern. Das wollte ich noch, dass ihr das wisst. Und noch eine andere Sache. Von wegen, es war auch die Frage, was bucht denn dann die Bank aus, wenn ich Papiere verkaufen will? Also quasi, wenn ich entspare. Und da ist es auch so. Ich hatte es gestern schon angesprochen, diese FIFO-Methode, also First in, First out. Das ist ein buchhalterisches, logistisches Prinzip. Und so ist das tatsächlich auch bei euren ETFs, die ihr in euer Depot reinlegt, ob nur zu halbem Anteil oder ganzen Anteil, die im Sparplan gekauft werden. Das wird in den Schrank, in euer Depot reingestapelt und dann wird von unten wieder rausgezogen und verkauft. Ne? First in, first out, das, was zuerst reingekommen ist, wird auch wieder verkauft, denn die Teile haben ja alle auch Nummern und die werden dann abverkauft. Ne? Das nochmal zum Nachtrag. Und auch nochmal zum Nachtrag, wenn ihr ETFs kauft, könnt ihr mit dem Sparplan Bruchteile kaufen von ETF-Anteilen. Wenn ihr das händisch kauft, dann könnt ihr nur ganze Anteile kaufen. Ist auch eine interessante Sache. So nebenbei, wenn ihr keine Lust habt auf einzelne kleinere, also halbe Anteile, dann kauft es händisch. Ist aber kein Problem, weil es wird dann sowieso alles zusammengematscht. Wenn ihr bei dem einen mal einen halben Anteil gekauft habt und im nächsten Sparplan für anderthalb Anteile, dann sind das zwei Anteile. Okay? Artim fragt, das kann, glaube ich, mit einem zweiten Depot, was? Das kann, glaube ich, mit einem zweiten Depot umgangen werden. Was jetzt umgangen werden? Das weiß ich jetzt nicht, was du damit meinst. Das kann ich jetzt nicht so zuordnen. Okay. Was hatte ich denn noch gesagt? Okay. Anyway. Kannst ja nochmal präzisieren, Artim. Right. Das so viel dazu. Dann waren zwei Fragen, die ich schon euch gestern gesagt hatte, was ich heute noch besprechen will. War das einmal Immobilienverkauf? Und was hat das lange Leben von Frauen, wie wirkt das auf unsere Finanzen? Ne? Also Immobilien. Eine Frage war aus der Community, jemand möchte, hat mehrere Immobilien, kleine Immobilien, die vermietet sind und die möchte sie verkaufen und davon leben. Und zwar bei Immobilien ist es ja so, das ist in der Tat ein großes Projekt, sowas zu machen. Weil durch den Verkauf tatsächlich viel Geld auf die Bankkonten erstmal gespült wird. Wichtig zu wissen ist dabei, dass wenn ihr die Immobilien 10 Jahre gehalten habt, dann ist der Gewinn daraus steuerfrei. Das heißt, verkauft sie nicht nach 9,5 Jahren, dann müsst ihr nämlich alles versteuern, was über die Herstellungskosten, den Einstandspreis hinausgeht. Lasst sie also 10 Jahre unangetastet und verkauft sie erst dann. Das ist erstmal das Oberste. Ich muss gestehen, ich habe noch nie eine Immobilie verkauft. Also ich kann es tatsächlich nur quasi aus der Theorie euch erzählen. Ich habe zwar schon eine Immobilie gekauft, aber ich habe sie noch nicht wieder verkauft. Okay. Also, was ist dabei zu beachten, wenn es dann darum geht, das Geld wieder anzulegen? Ich glaube nämlich, das war der Hauptpunkt der Frage, was mache ich dann mit dem Geld, wenn es auf den Konten ist? Ne? Auf jeden Fall nicht von der Bank belatschern lassen, denn wenn viel Geld auf ein Bankkonto kommt,
Das sieht ja auch sofort die Bank und die wird sich denken, die könnten wir ja mal beraten und vielleicht in unsere Rentenversicherungen reinquasseln. Das auf keinen Fall. Und wisst auch, lasst es nicht zu lange höhere Summen, was weiß ich, 300, 400, 500.000 auf einem Tagesgeldkonto liegen bei einer Bank. Denn im Zweifel, im Pleitefall geht das gesamte Cashgeld, also auf den Tagesgeldkonten, auf dem Girokonto, an die Bank bis auf 100.000 Euro. 100.000 Euro sind insolvenzgeschützt durch den Einlagensicherungsfonds, so die Theorie, so das Versprechen. Der Rest nicht. Der Rest geht in die Insolvenzmasse der Bank ein. Also lasst nicht solche Riesensummen auf Bankkonten liegen, sondern legt sie dann in Anleihen an. Was mache ich dann also mit diesem Geld? Da stellt sich dann die Frage, was willst du damit? Du hattest gesagt, also ich hoffe, du guckst zu, dass sie gern davon leben wollte. Also sie will davon leben, sie nimmt das Geld und will davon leben. Ja, dann ist die Frage, möchtest du das Vermögen komplett quasi entnehmen? Also hast zum Beispiel, was weiß ich, 300.000 Euro und möchtest dir jetzt, was weiß ich, 50 Jahre dir einen Teil davon auszahlen? Oder möchtest du das so anlegen, dass du von den Dividenden und von den Zinsen leben kannst? Das sind zwei völlig unterschiedliche Modelle. Das eine nenne ich immer das Entnahmevermögen, also es wird dann immer weniger. Und das andere ist das Ertragsvermögen. Das ist wie so ein Baum, den du dann dahin pflanzt und du lebst von den Früchten. Das ist im Zweifel die langfristigere Lösung, denn ich weiß nicht, wie alt die Fragestellerin ist und wenn sie noch, was weiß ich, 50 Jahre zu leben hat und dann das Vermögen entnimmt, ja, dann ist es ja auch irgendwann zu Ende. Und dann ist es so, dann ist es dann immer eine Frage der Mischung. Lege ich es, in welchen Anteil lege ich dann in Aktien an, welchen Anteil lege ich dann in Anleihen an und bekomme Zinsen, bei den Aktien bekomme ich Dividenden. In welchem Mischungsverhältnis mache ich das dann? Das ist dann eine individuelle Frage, nämlich die Frage, wie viel Geld brauchst du zum Leben? Na, und wie viel kannst du von dem Vermögen nehmen? Passt du dann vielleicht dein Leben an, damit das Vermögen länger läuft? Also es ist nicht so pauschal zu beantworten. Da spielen ganz viele Fakten rein. Aber das ist erstmal so im ganz Groben. Du musst dann gucken, dass du richtig mischst. Also dass du tatsächlich risikoreiche Anteile mit reinnimmst ins Portfolio, weil dein Geld soll ja auch weiter wachsen, und dass du aber sichere Anteile nimmst, weil du willst ja davon leben. Also das kann ich jetzt nicht einfach so pauschal beantworten in der Tat, weil ich keine näheren Angaben habe. Aber letzten Endes ist es so, wenn du das Geld brauchst, kannst du es eigentlich nur zu einem großen Teil tatsächlich auf Tagesgeldkonten legen. Wenn du es weiter wachsen lassen möchtest, dann leg noch einen größeren Teil in risikoreiche Anlagen, also in Aktienpakete. Immobilien fallen ja weg, weil sie will es ja auflösen, das Investment. Und dann musst du es halt clever mischen, je nachdem, wie alt du bist, wie viel Geld du brauchst, wie viel Zeit du hast an der Börse. Da gibt es so ganz viele. Ja, es gibt einige Stellschrauben dann. Aber das wären erstmal so meine Gedanken zu dieser Frage. Na? Und dann langes Leben von Frauen. Wir Frauen leben in der Tat statistisch gesehen und meistens auch ganz praktisch gesehen länger. Die Männer stehen, glaube ich jetzt, wenn ich die statistischen Daten richtig im Blick habe, bei 75 Jahren, die sterben in der Regel im Schnitt bis 75 Jahre. Wir haben aber ja heute gehört, Kirk Douglas ist 103 Jahre alt geworden. Mann, oh Mann, das ist super, finde ich das. Ich möchte super gerne 100 Jahre alt werden. Kirk Douglas 103, also finde ich Wahnsinn. Aber im Schnitt, statistisch in Deutschland, 75 Jahre werden die Männer, also sie sterben quasi 10 Jahre, nachdem sie offiziell in Rente gegangen sind. Bei den Frauen ist es so, die werden im Schnitt 83, 85. Und das sind ja 18, 19, ja, vielleicht 20 Jahre dann, nachdem sie in Rente gegangen sind. Ne? Gibt es dazu ein gutes Buch? Zu was? Captain Sven, konkretisier das bitte nochmal kurz. Also,
Das heißt, das liegt dann schon im Grunde liegt dann schon eine Antwort auf der Hand. Wir Frauen brauchen mehr Vermögen, weil wir werden deutlich älter als Männer. Mindestens 8 Jahre brauchen wir mehr Vermögen. Ich würde aber jetzt auch schon in meiner Generation rechnen, dass ich nicht nur 83 werde. Ich für mich persönlich rechne eigentlich bis 100. 95 mindestens, aber eigentlich bis 100. Bis 100 lege ich mein Vermögen aus. Das ist die Zahl, mit der ich immer rechne, mein Leben. Und da brauche ich, wenn ich sage, mit 65 in Rente gehen würde, 35 Jahre mein Vermögen. Das ist eine ganz andere Zeit, könnt ihr euch vorstellen, als nur 10 Jahre. Ich weiß es natürlich nicht, aber darauf lege ich meine Vermögensplanung aus, auf 100 Jahre. Und das ist klar, dass ich mehr Vermögen dann brauche, von dem ich leben kann. Das ist im Grunde auch eine ziemliche Krux. Wir Frauen verdienen strukturell weniger als Männer, aber unsere Rente muss für viel längere Zeit reichen als die von Männern. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir darüber reden, dass die Entlohnung, der Gender Pay Gap sich schließt, und damit uns Frauen das gewahr ist, dass wir tatsächlich mehr Vermögen brauchen als die Männer. Das führt mich dann zu der Frage, wo kommt dann das Geld her? Die Langlebigkeitschance, so ich sage ich das, viele sagen immer Langlebigkeitsrisiko, ich finde es kein Risiko, lange zu leben, sondern es ist eine Chance, so lange zu leben, das müssen wir abdecken. Das kann zum Beispiel die gesetzliche Rentenversicherung tatsächlich sein, weil die zahlt ja auch bis zum Ende und da steht die komplette Gemeinschaft dahinter, die Gemeinschaft der Angestellten, vielleicht aber auch bald alle. Oder man federt das ab mit einer privaten Rentenversicherung. Wie ihr wisst, also die, die mich schon ein bisschen kennen, die wissen, dass ich nicht so ein Fan von privaten Rentenversicherungen bin. Aber ich bin, weil sie einfach teuer sind, weil sie undurchsichtig sind, weil auch Versicherungsgesellschaften pleite gehen können zum Beispiel. Und deswegen bin ich nicht so ein Fan von privaten Rentenversicherungen, aber es gibt mit Sicherheit einige auch gute im Markt, die gute Resultate liefern. Da müsst ihr euch aber wirklich, wirklich sehr genau damit beschäftigen, detailliert damit beschäftigen. Also, das sind die beiden Sachen, die die Langlebigkeitschance absichern. Die gesetzliche Rentenversicherung und eine oder, ne? Nicht und, oder eine private Rentenversicherung. Und den großen Rest obendrauf, weil wir brauchen auch mehr Geld als das, müsstet ihr tatsächlich privat an Vermögen aufbauen. Das ist in der Tat nicht so einfach, weil ihr im Grunde höhere Sparraten braucht, um diese Vermögen zu erreichen als Männer. Sven sagt, die staatliche Rente rentiert sich eher für Frauen. Ja, wenn du es so willst, rentiert sie sich eher für Frauen und weil wir eben länger tatsächlich leben und sie länger in Anspruch nehmen. Und deshalb ist es, und da komme ich jetzt noch vielleicht zu einer Sache, wo ihr vielleicht anfangt zu lachen. Ich trinke erstmal einen Schluck. Deshalb ist es für uns Frauen von Vorteil, wenn wir im Alter heiraten. Liegt auf der Hand, ne? Wenn wir mit einem Mann zusammenleben oder einer Frau, im Alter und wir sind nicht verheiratet und der andere stirbt, geht das ganze Vermögen des anderen, also an die Enkel, an die eigenen Kinder oder es wird irgendwie verschenkt, aber es geht nicht an uns, weil wir können höchstens bis zu 20.000 Euro geschenkt bekommen. Den Rest müssen wir super teuer versteuern, wenn wir nicht verheiratet sind. Deshalb ist tatsächlich dann, wäre mein Ratschlag an Frauen, an ältere Frauen, die lange leben und ihren Partner oder ihre Partnerin noch nicht geheiratet haben, heiratet. Denn dann kriegt ihr nämlich Witwenrente, also einen Teil der gesetzlichen Rente des anderen. Und ihr seid Erbrechtsbeansprucht. Also ihr könnt das Erbe beanspruchen, ohne wahnsinnig viel Steuern zahlen zu müssen. Unter Ehepartnern können 500.000 Euro steuerfrei vererbt werden. Und auch Verträge werden dann einfacher erfüllt, wenn ihr verheiratet seid. Ne? Also diese Langlebigkeitschance ist auch letzten Endes für Frauen ein Hinweis darauf, heiratet gerne auch, wenn ihr älter seid, ne? Und denkt nicht, ja, es ist schon jetzt die ganze Zeit gut gegangen, nee, dann lieber noch mal am Ende heiraten, ne? Das wäre noch mein Tipp. Ansonsten ist es so, ihr müsst einfach länger planen.
und mehr Vermögen aufbauen. So ist es. Okay. Also, ihr könnt ja auch einen guten Freund heiraten, ne, damit sein Geld nicht weg ist oder ihr Geld. Okay, hatte ich mir noch was dazu aufgeschrieben? Nein. Das war es eigentlich. Langes Leben von Frauen. Habt ihr dazu noch Fragen oder noch eine Anmerkung? Ein gutes Buch, ein gutes Buch. Ich habe kein gutes Buch dazu. Zu diesem Thema speziell, nein. Helmer Sick hat zwar ein Buch geschrieben, ein Mann ist keine Altersvorsorge, aber ich würde immer sagen, doch, ist er, aber, also es ist irgendwie lustig, ne? Er ist zur Hälfte eine Altersversorgung, ja. Mein Mantra ist ja, baut euch bitte eine Altersvorsorge auf, Ladies und auch Männer, von der ihr beide allein leben könnt, weil wenn ihr zusammen bleibt, wunderbar, habt ihr richtig viel Kohle, aber wenn ihr euch trennt, dann habt ihr beide genug zum Leben. Und wenn ihr verheiratet seid und der eine früher stirbt, dann bekommt ihr natürlich auch einen Teil von dem mit. Ne? Aber sich komplett auf die Rente, ne, auf den Rentenaufbau eines Partners zu verlassen, also meistens häufig ist das ja der Mann leider, das bringt euch beide nur die Hälfte ein. Und deshalb sage ich immer ja, so ein bisschen ketzerisch zu Helmer Sick, doch, ein Mann ist eine halbe Altersvorsorge. Aber der Gedanke ist natürlich richtig, ein Mann ist keine Altersvorsorge, nicht mehr. Früher war das vielleicht mal so, aber heute ist das auf jeden Fall nicht mehr so. Okay? Also, aber dieses Buch nimmt dieses Langlebigkeitsthema nicht speziell unter den Blick, sondern es ist allgemein, wie Frauen sich um ihre Vorsorge kümmern sollen. Und kann man lesen, das Buch ist aber meiner Meinung nach auch schon wieder ein bisschen veraltet, weil Helmer Sick tatsächlich auch immer noch ein Fan von Riester und Rürup und diesen ganzen provisionsgetriebenen Verträgen ist, wo ich persönlich nicht dahinter stehe. Okay, also das wäre es erstmal von mir soweit. Wenn ihr noch Fragen habt, dann wäre jetzt die richtige Zeit dafür. Ich gucke mal noch hier. Ob hier noch welche Fragen sind? Nee, jetzt habe ich alles beantwortet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen, selbe Zeit. Ich bin hier, selber Ort, auf meiner Couch mit meiner lustigen Uhr da oben, die immer spiegelverkehrt gezeigt wird, was ich sehr ulkig finde bei Instagram, dass alles spiegelverkehrt ist. Habt ihr noch eine Frage? Sieht nicht so aus, ne? Okay, dann wünsche ich euch alles Gute. Ich schicke euch auch ganz viel Herzen. Ich finde es immer toll mit den Herzen. Schickt mir doch noch mal eins. Prost. Und dann würde ich euch noch einmal einen Post empfehlen zu den. Ah, ich danke euch. In meiner Timeline den heutigen Post zum Bargeld und zu Apple Pay. Und dann wollte ich euch noch. Wunderbar. Ich danke euch für die vielen Herzen. Und dann wollte ich euch noch was erzählen. Ihr habt ja vielleicht schon mitbekommen, dass die zweite Staffel. Oh, so viele Herzen. Dass die zweite Staffel von Bad Banks angelaufen ist, ne? Von dieser Serie über die wirklich verrückten Banker, also die machtgetriebenen und teilweise panischen Banker, die wirklich Karrieristen sind also wirklich rücksichtslos sind bis zum geht nicht mehr. Von dieser Staffel gibt es jetzt die zweite Serie. Und sie ist wieder super gespielt, sie ist super spannend. Ich habe sie alle schon vorher sehen dürfen, denn ich habe mit einem Kollegen zusammen, mit dem jungen Autor Hannes Vogel, eine Dokumentation dazu gedreht. Und zwar geht es diesmal um das Zusammenspiel von Banken und Fintechs. Ein Fintech ist zum Beispiel N26. Das kennen mit Sicherheit einige von euch. N26 kommt auch in unserer Dokumentation mit vor. Die Dokumentation heißt Bad Banks, die Dokumentation, wie neue Player die alte Bankenwelt herausfordern. Sendetermin ist nächsten Montag, 23:55 Uhr. Ich weiß, das ist eine verrückte Zeit. Ihr könnt sie aber ab 16 Uhr in der Mediathek sehr wahrscheinlich sehen. Und dann steht sie ein halbes Jahr, ein Jahr in der Mediathek mit Sicherheit bereit. Und ich kann euch das ans Herz legen, diese Dokumentation. Ich finde, sie ist super toll geworden. Wir haben ganz viele spannende Gesprächspartner
gefunden, die auch wirklich die Karten auf den Tisch legen. Es ist sehr zum Verständnis, was ist real an so einer fiktiven Serie und was ist tatsächlich Fiktion. Okay. Wir haben auch eine ganz spannende Fintech-Managerin. Also verpasst es nicht oder seht es nach und schickt mir gerne eine Nachricht, wie ihr es gefunden habt. Ich werde bestimmt auch noch mal einen Post in meine Timeline packen dazu. Okay? Also, läuft im ZDF, wenn ich das noch nicht gesagt habe. Ne? ZDF, kommenden Montag, 10. um 23.55 Uhr. Eine Dokumentation von Hannes Vogel und mir. Also, ich wünsche euch was. Genau. Das mache ich nämlich auch noch ab und zu. Manchmal arbeite ich auch noch als Journalistin in ganz, ganz ausgesuchten Projekten. Und mit Hannes habe ich das fürs ZDF gemacht. Und es war eine sehr tolle Zusammenarbeit mit ihm, muss ich wirklich sagen. Ich bin sehr stolz auf dieses Projekt. Also, ich entlasse euch in die Nacht und wünsche euch einen schönen Abend. Bye, bye.